standing play there, actually, from Killefree. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Killefree. Oh, no. Killefree, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und ich habe hier eben ein Express-Paket bekommen, wie man schon sehen kann. Ich werde euch nur ganz kurz zeigen, was da drin ist, was sich darin versteckt. Ich habe nur schon die Adresse weggeschnitten, nicht dass ihr am kommenden Montag alle bei mir vor der Haustür steht und mit mir Advanced Warfare zocken wollt. Ich habe es hier auch schon ein bisschen aufgeschnitten mit meinem Ultimate-Messer hier. Machen wir noch den Rest hier auf und dann gucken wir mal rein, was sich darin so versteckt. Das ganze Paket, das kann ich verraten, ist von Rox Games gekommen. Erstmal schon mal Dankeschön an Rox Games, dass die mir das per Express geschickt haben. Man macht mal auf, man kann schon ein bisschen was erkennen. Man sieht hier ein Astro-Logo rausglitzern. Mal schauen, was sich darin alles so versteckt. Hier haben wir Mix-Ends. Und zwar das neue Astro 2015 Mix-Amp. Richtig, richtig geil, werde ich gleich auspacken. Aber insgesamt drei Stück hier von denen. Also hier mal ein bisschen verteilen anständig. So, wenn ich hier schon sehen kann, drei Astro Gaming Mix Amps. Dann haben wir hier noch dazu das neue Astro A40, die 2015er Edition. Richtig, richtig geiles Headset, auch in den Killerfish-Farben. Wer die Season 3 Playoffs gesehen hat, der hat es bei dem einen oder anderen schon auf dem Kopf gesehen. Und gucken wir das hier noch an. Oh, haben wir hier drei Headsets und drei Mix-Amps. So Leute, ich habe eben schon die Headsets hier ausgepackt und habe das hier mal alles bereitgelegt. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Und fangen wir mal mit dem Mix-Amp an, räumen wir mal das hier alles auf die Seite. Schauen wir uns mal hier kurz die Verpackung an. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen hier. Das ist das neue Mix-Amp Pro 2015 Edition. Freue ich mich speziell richtig drauf, da ich noch ein sehr, sehr altes Astro Gaming Mix-Amp habe. Ich glaube, ich hatte 2012 oder 2013er Edition. Auf jeden Fall ist eine sehr edle Verpackung, gefällt mir ganz gut. Hinten natürlich wieder die übliche Beschreibung des Mix-Amps, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich würde sagen, wir packen das Ding mal aus, weil ich es selber kaum mehr erwarten kann. Ziehen wir mal hier raus. So. Dann ich lege das jetzt mal hier hin und stelle es dann auch nicht, dass mir die Hälfte gleich rausfällt. Hier ist es jetzt sehr schön verpackt, das Mix-Amp, und hier alle Kabel, ich denke mal optisches Kabel, Y-Kabel, USB-Kabel, das Kabel für den Controller, denke ich mal, also alle wichtigen Kabel sind hier mit drin. Ich packe hier mal das Mix-Amp, das ist das Wichtigste raus, die Kabel sind hier nicht ganz so wichtig. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das Mix-Amp an. Sieht auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr nice aus. Ich habe ja auch vor mir noch das alte Mix-Amp liegen, gefällt mir ganz, ganz gut rein vom Design her. Sieht auf jeden Fall edel aus, ich würde sagen, mach mal die Folie ab, das ist ja eh das Schönste, das ist ja, das hätte ich beinahe was gesagt, aber ich würde sagen, das ist ja wie Sex, so eine Folie abzuziehen, das kennen wir alle von dem Handy, was sehr, sehr schön ist. Design gefällt mir wirklich ganz, ganz gut, muss ich sagen, ich habe das ja schon ein paar Mal im Internet angeschaut, viele von euch haben es sicherlich ja auch schon gesehen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Was haben wir hier vorne, kann man das Headset einstecken, den Controller einstecken. Dann hier steckt man das optische Kabel ein, das USB-Kabel. Und dann, was mir auch noch ganz, ganz gut gefällt, ist das orange Design hinten. Macht doch ein bisschen was optisch her, wenn man es am Schreibtisch stehen hat, so wie ich zum Beispiel. Sieht sehr edel aus, ist unten auch aus Gummi, dass es nicht so sehr rutscht. Ist auch gut mitgedacht, würde ich mal sagen. Dann packen wir das mal wieder zurück und schauen wir uns das Headset an, da wo ich mich jetzt speziell darüber freue, da ich leider noch nie ein Astro Gaming Headset hatte. Ich hatte bisher immer nur andere Marken. Ich hatte jedoch schon immer ein Astro Gaming Mix Amp. Aber jetzt kommen wir zum Headset. Wie ihr hier sehen könnt, ist es das neue Astro A40 mit dem M80 Mix Amp. Habt ihr oder wer von euch schon die Season 3 Playoffs letztes Wochenende angeguckt hat, der hat das Headset bei dem einen oder anderen Pro schon gesehen, bei dem NA Pro, wie zum Beispiel Natured hatte es ja auf oder Optic Miracle oder Mirx hatte es auf.
Macht man das hübsche Ding mal auf, würde ich sagen. Spanne ich euch gar nicht mehr länger auf die Folter. Ich will es ja selber auch sehen. Machen wir das wieder so auf, nicht dass die Hälfte rausfällt. Und hier ist das Baby. Ich stelle das mal auf, hoffentlich fällt es nicht raus. So sieht das Ganze aus. Das Kabel hier ist vom Headset zum Mixamp. Und dann würde ich sagen, packen wir mal das Headset raus, das gute Stück. So sieht das Headset aus. Die Farben sind natürlich mega cool und perfekt für uns im Killerfish-Design mit diesem Türkis da oben. Sehr, sehr schön. Der Rest ist natürlich hier weiß. Man kann die Ohrmuscheln hier, ne, so kann man sie drehen. Wenn man das Headset zum Beispiel sich umhängen will, dann stört halt hier einfach nichts. Dann liegt es einfach sauber an. Und wenn es so wäre, würde auch ein bisschen nerven. Es würde hier am Hals drücken, am Kinn ein bisschen nerven. Und so stört es halt einfach gar nicht. Was kann man noch zu dem Headset sagen? Ich finde die Verarbeitung wirklich sehr, sehr schön. Es ist auch relativ leicht, muss ich sagen. Fühlt sich wirklich sehr leicht an. Sitzt bequem am Kopf. Sieht auch, glaube ich, ganz gut aus. Oder was sagt ihr? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare posten, wie es aussieht. Und was mir hier sehr gut gefällt, was ich eben gesehen habe, ist hier dieses Design drin, wo das blaue Kabel da so auf, ja, gezwirbelt ist irgendwie. Keine Ahnung, wie man es nennt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier habe ich eben am Anfassen gemerkt, das ist nicht irgendein billiges Plastik, sondern das ist wirklich Aluminium oder ähnliches. Fühlt sich zumindest danach an. Hier oben Stoff, sehr, sehr bequem. Hier innen auch mit dem blauen Design. Gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also kann man jetzt nichts Negatives sagen. Hier steckt man auch übrigens das Kabel ein, was ich gerade gesagt habe. Also dieses Kabel. Es geht dann vom Mixamp zum Headset zum Mixamp, genau. Und auf jeden Fall sehr, sehr geiles Teil, gefällt mir sehr gut, aber legt nachher wieder zurück. Dann haben wir hier noch das M80 Mixamp, das ist ja relativ neu rausgekommen. Da kann ich technisch noch nicht viel dazu sagen, ich muss es selber erst probieren. Ich kenne ja das gleiche, gibt es doch als Microsoft Standard Adapter. Wobei ich schon mal sagen kann, das sieht optisch definitiv wesentlich besser aus. Und ist auch etwas kleiner, habe ich den Eindruck. Ich habe jetzt den Standardadapter gerade nicht hier rumliegen, sonst könnte ich das vergleichen. Aber sieht auch definitiv kleiner aus. Man hat hier die Funktion, also man steckt es natürlich so in den Controller ein, ist ja klar. Und man hat hier die Funktion, man kann hier durch Knopfdruck den Voice-Chat lauter machen und kann somit seine Mitspieler besser hören. Wenn es mal lauter wird in einer Spielsituation, geht auch relativ fix, wenn man hier den Controller in der Hand hat, zack, zack, paar Mal drauf, dann hörst du deine Teammates oder deine Mitspieler gleich um einiges besser. Und auf der anderen Seite kannst du den Game Chat, also hier durch Knopfdruck, den Game Chat lauter machen. Und hier unten kannst du allgemein nochmal die Lautstärke regulieren. Das Ganze kann man hier drehen, wenn ihr es sehen könnt. Machen wir mal so, das kann man hier drehen. Auf jeden Fall echt cooles Teil, muss ich definitiv mal ausprobieren. Werde ich zwar die nächsten Tage nicht dazu kommen, weil wenn ihr das Video seht, sitze ich mit Granalit schon im Flieger nach Paris zur ESWC 2014. Aber ich werde es für euch ausprobieren und werde euch dann Bescheid sagen, wie das Ganze funktioniert hat. Ich glaube, das war so rum drin, aber ich habe hier noch was sehr, sehr cooles, mit dem hätte ich selber nicht gerechnet. Und da möchte ich mich auch noch speziell bei Astro Gaming und bei Rox Games dafür bedanken. Wie ihr ja wisst, kann man hier diese Speaker-Tags abnehmen. Das Ganze ist, geht relativ einfach. Mit einer Magnetfunktion kann man die ganz einfach abtrennen hier. Und selbe gilt hier, man zieht hier einfach das Headset raus, somit stört es auch nicht und dann kann man auch ganz einfach mit einem Magnetismus diesen Speaker Tag ablösen. Und viele fragen sich vielleicht, warum kann man das machen? Ganz einfach, man kann sich da verschiedene andere Muster drauf tun, einfach damit, und es ist eigentlich wie ein neues Headset, dann, wenn man sich mal wieder neue Speaker Tags besorgt, ist dann wieder wie ein neues Headset und es gibt da wirklich schon bereits sehr, sehr viele Speaker Tags von verschiedenen Spielen, von verschiedenen Clans. Und da hat sich Astro Gaming, Rox Games und Killerfish echt was einfallen lassen für uns. Das wusste ich auch nicht. Also ich war echt mega überrascht. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Ich hoffe, ihr seht es hier. Astro Gaming Speaker Tags, auch 40 Speaker Tags. Packen wir die mal aus, würde ich sagen. Ich habe vorher schon reingeguckt. Deshalb weiß ich schon den Inhalt, wenn es noch rausgehen würde. Na, will nicht raus. Und jetzt hat... Seht, das ist alles live hier. Das ist auch jetzt hat. Und zwar habe ich hier Killerfish Speaker Tags. Auf jeden Fall
Das ist einfach nur der Oberhammer. Also die sehen einfach richtig, richtig geil aus. Ich bin wirklich sprachlos, wo ich die Dinger aufgemacht habe, als ich das gesehen habe. Ich hoffe natürlich, dass man die auch bald irgendwie kaufen kann, falls jemand Bock hat, sich diese Speakertext für sein Astro zu holen. Ich packe jetzt gleich mal drauf, damit ihr auch seht, wie das einfach aussieht. Ich habe es vorher schon mal kurz oben gehabt. Sieht auf jeden Fall mega, mega Bombe aus. Na, komm raus. Ganze funktioniert natürlich auch wieder ganz einfach mit der Magnetfunktion. Ich zeige euch noch mal kurz. Einfach drauf legen, mehr oder weniger, muss man gar nicht rumklipsen, herumstecken. Da kann man auch nicht, eigentlich nichts anbrechen. Abbrechen. Steckt man hier das Headset wieder rein. Und dann sieht es. Das steckt nicht richtig. Jetzt steckt es richtig. Dann sieht das Ganze hier so aus, also wirklich, wie ihr sehen könnt, ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Headset. Ich bin mir auch sicher, dass es von der Soundqualität her nicht anders ist, weil umsonst spielen nicht alle Call of Duty Pros mit diesem Headset. Und ich feiere es halt wirklich, die Farben, wenn man es hier anschaut, das passt halt einfach perfekt. Ist wie für Killerfish geschaffen, das Headset, also echt top. Ich setze es mal nochmal auf, damit ihr das sehen könnt, wie das mit den anderen Speaker-Tags hier aussieht. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wie ihr die Speaker-Tags findet. Und ich möchte mich auf jeden Fall bei Astro Gaming bedanken, dass sie uns diese Speaker-Tags angefertigt haben. Natürlich auch bei Rox Games, die hier mit Astro zusammenarbeiten, die hier in Deutschland für Astro die Headsets verkaufen. Auf der Rox Games Page findet ihr auch jede Menge Headsets, auch die neuen. Und auch für den 24-Stunden-Versand, was die gemacht haben, die Headsets gestern noch extra für uns rausgeschickt, haben die noch liefern lassen, haben uns das ASAP zugeschickt. War echt cool von denen, dass es so pünktlich gekommen ist. Direkt vor der ESWC. Also jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, würde ich sagen. Also großes Dankeschön und natürlich ganz großes Dankeschön an Killerfish eSport, die uns das Ganze hier einfach möglich machen, die uns einfach sehr, sehr viel möglich machen. Und wirklich großes Dankeschön vor allem an den Leader, an KF Tunix. Also echt, wir sind wirklich sprachlos, saugeile Teile einfach nur. Ich poste euch mit unten in die Beschreibung einen Link zur Rox Games Page, zur Rox Games Facebook Page und zur Killerfish Page und so weiter. Also ihr werdet unten einige Links finden. Ich bitte euch darum, dass ihr euch die mal durchklickt, vielleicht bei Rox Games und bei Killerfish eSport auch einen Like da lässt, um einfach den deutschen E-Sport und uns zu unterstützen. Wir werden natürlich versuchen, in Call of Duty Advanced Warfare den deutschen E-Sport noch weiterzubringen und freuen uns da auch wirklich drauf. Also checkt mal die ganzen Links unten in der Beschreibung. Wenn euch das Headset gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich sagen. Aber dann muss es ja nur noch Daumen nach oben hageln eigentlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dieses Headset nicht gefällt, das einfach nur ein hammergeiles Teil ist. Und ich bin jetzt auch leise. Ich stecke das Teil jetzt direkt mal an und probiere das aus. Freue mich jetzt auch richtig drauf. Ich würde sagen, wir hören uns spätestens aus Paris wieder voneinander. Bis dann. Ciao, Servus, euer Schatz.